Hallo, willkommen zu einem neuen. Eigentlich wollte ich ein Spiel machen, aber da war gerade eins, was gerade begonnen hatte, wenn ich es richtig gesehen habe. Wieder zwei Top-Spieler. Und da dachte ich, dann klicken wir mal schnell rein. Mit ein bisschen Glück sind wir noch in der ersten Runde. Genau, es ist gerade erst begonnen. Ja, lass uns mal überraschen, was die Jungs anstellen. Einmal Quick Supply mit Crawler und Stormcrawler und der Rest. Okay. Cost Control. Mal gespannt. Den habe ich auch. Cool. So, also hier unten brauchen wir natürlich irgendeine Form von Flugabwehr. Also wird er jetzt, wo ich auch schon Leute gesehen habe, die erste Runde einfach verloren geben, ohne Flugabwehr dann, aber, also mit Absicht tatsächlich. Ich denke, er wird einfach Marksman holen. Ne? Das ist meist, also Preis-Leistung ist das einfach die beste Möglichkeit, sehr häufig. Für 200 kann er aber auch mit Mustang anfangen. Oder halt, ne, irgendwas, war dann die Marksman. Ist einfach Preis-Leistung sehr stark und er wusste ja auch nicht, auf welcher Seite das Küt. Der Feng ist aber jetzt hier, das ist sehr weit vorne, ne? Kann er nur hoffen, dass er den wirklich nicht massiv überholt. Da bin ich mal gespannt. Das war aber echt knapp, mein Freund, ne? Klar, je knapper man das macht, desto mehr kriegt man da auch raus. Aber das, was er da rauskriegt, sind ja normalerweise die Modelltanks. Dafür lohnt sich den nicht zu riskieren, finde ich persönlich. Also er schießt ja nicht 10 Modelltanks ab, sondern einen, ja. Und daher bin ich da kein so großer Freund von. Aber danach sind natürlich trotzdem noch auch an der Backline ein bisschen schneller und alles. Es hätte aber auch ins Auge gehen können. Aber klar, man weiß ja in aller Regel, dass sie auf dieser Höhe sind und nicht weiter hinten aufstellen. Und von daher klappt das dann auch. Wenn sie da vorne sind, sind sie eh tot. Aber ich hätte, also ich finde es trotzdem sehr riskant. Sehr riskant. Ich glaube sogar, dass mit dem Arclight hier vorne der Marksman auf den schießen kann. Der Arclight dann den schnell wegholt, dass der Marksman so gerade eben noch schießen konnte. So sah das für mich aus. Problem ist natürlich sowieso, wenn ihr einen Marksman links habt und einen rechts und er hat vier Phönix auf einer Seite, dann kann er natürlich auch nicht viel machen, wenn er keine, ne, stabile Linie vor ihm ist. Ich sage, das ist sehr beliebt, die auf eine Seite zu stellen. Das macht ja auch durchaus Sinn. Was ich dagegen nicht begreife, ist dieses frühe Flanken aufstellen. Das ist ja gegen eine Flanke gedacht, ne? Das habe ich nie ganz begriffen. Ja, sind ja einfach 200 Punkte, die nicht kämpfen. Und es deckt die Flanke ja nicht ab. Also wenn ich jetzt hier eine Flanke machen wollte, das wird Feng-Spam, ich kann ja da einfach irgendwas droppen, ja, meinetwegen einen Panzer oder einen Rhino, und dann ist das ja keine Flanke, der ist ja trotzdem tot, der kommt ja da durch, ne? Also es deckt die Flanke ja nicht nur, weil er da steht. Das ist ja eine Illusion, die, ne, stimmt ja nicht. So, Feng-Spam ist angesagt. Mustangs. Natürlich jetzt ärgerlich, dass er diese doppelten Flugabwehrkapazitäten hat, ne? Hätte er vielleicht doch eben den Mustang lieber geholt. Das sieht nicht nach viel aus und ist auch kein Riesendrama wahrscheinlich. Aber ne, es sind ja zwei Einheiten, die nicht gebufft werden, gleich durch irgendein Upgrade. Und diese Economy-Sachen muss man, glaube ich, schon beachten auf diesen höheren Levels. Die rennen jetzt vor, das bedeutet, dass der Abstand zwischen denen nicht so schlimm ist wie eben. Ne? Also ein Stück Sicherheit bringt jetzt mehr rein. Hat das also wohl eingeplant, dass er das machen wollte mit dem Rage. Genau, damit holt man die Modelltanks nach links, das ist so ein Klassiker. Aber irgendeiner muss sie immer noch töten, ne? Der Teil fehlt noch ein bisschen. Weil im Moment, jetzt hat er halt das Problem im Norden, dass er Fangspam in Mustang und Artillerie reinspielt. Was natürlich eine Katastrophe ist. Ich meine, Feng ist immer schwach am Anfang, ist ja gar keine Frage. Aber er hat jetzt wirklich gar keinen Schnitt jetzt erstmal. Der ist jetzt nur am Aufbauen und er will ja auch, dass die aufleveln, ne? Das passiert so auch nicht unbedingt stark. Also mal gucken, wo die Reise hingeht. Selbst wenn du ein Schutzschild holst, die Artillerie relativ gut dagegen. Naja, klar, jetzt, wobei jetzt die untere Seite. Aber der obere macht das auch für den Feng-Spam. Ja, sie haben den Feng geholt. Da geht es darum, dass der nicht nach links läuft. Ja, dass er wirklich mal blockt. Und wenn er einen Crawler holt und nach vorne läuft, ist er zu schnell tot. Ne? Deswegen ist Feng hier ganz gut eine Wahl in aller Regel. Hat jetzt den Phoenix verkauft, weil es keine Ziele dafür gibt. Reichweite, Spam geht weiter. Interessanter Aufbau, habe ich so noch nicht gesehen. Für gewöhnlich will man ja, dass die maximal Schaden gleichzeitig machen, aber das ist wahrscheinlich, damit er ein Schild noch dazwischen packt, genau. Heißt auch, dass wahrscheinlich kein Rhino kommen wird, was ja auch inzwischen relativ beliebt ist. Also ich denke, der wird da gleich ein Schild reinpacken.
Ich denke immer noch, dass das hier sehr ungewöhnlich ist. Auf der anderen Seite, die Topspieler gehen alle hin und flanken den Fangspieler, ne? Genau wie ein Steelrush-Spieler geflankt wird. Und da ist es wahrscheinlich genau dem Teil geschuldet. Und die Flanken fangen sie an zu decken, wenn sie zwei Upgrades haben. Das geht ja schon. Also die große Frage ist jetzt wahrscheinlich, wann kommt das Schild, welches Schild kommt und wie wird er hier im Süden das Schild aus dem Norden countern? Es lohnt ja nichts, wenn er jetzt sagen wir nur ein Fortress holt, aber kein Schild holen kann dazu. Ne? Es muss direkt mit Schild kommen, vom Geld, damit das irgendeinen Sinn macht. Wenn es, wie gesagt, das denn wird, aber einen Hacker sehe ich ja nicht in den Karten, das macht ja keinen Sinn. Ist ja Kleinvieh. Das ist jetzt der Spieler im Süden, der will seine Schilde verbessern und der will striken. Das heißt, der holt wahrscheinlich kein Schild und wird jetzt erstmal die Seiten hier voll machen mit Zeugs. Da ist der Schild-Dude tatsächlich. Genau, aber hast du noch ein Schild? Na, jetzt fehlen ja 200 Punkte für ein Schutzschild im Moment. Das sind nur die Dinger. Ich meine, die tanken ja auch, aber er hat sie ja so gestellt, dass sie jetzt teilweise, ne? Also, die tanken jetzt nicht so super gut wahrscheinlich, weil die Raketen einfach alles reingehen. Er will ja die Raketen abfangen hauptsächlich. Und in die Flanke wahrscheinlich. Je früher man das macht, desto besser, weil, ne? Wenn er jetzt gekontert wird, ist es nicht so schlimm, wie als wenn er später gekontert wird in der Flanke. Aber man sieht schon, das ist auch so ein bisschen Schild-Setup. Adler ist schon da, der weiß, was ihm blüht. Das verbesserte Schild im Süden wird wahrscheinlich nicht zu lange halten. Also einfach nur 100 Punkte, die wahrscheinlich über den Jordan gehen. Gerade wenn er drei Einheiten rekrutieren kann, ist es oft preiswerter, da einfach nochmal einen Fang hinzustellen. Muss ja ein bisschen langfristig denken. EMS von dem da unten. Also der Süden steht jetzt wirklich gut da. Mustang haut ein Kleinvieh tot, Ahnri haut Schilde und Kleinvieh tot. Also er hat eigentlich schon alles, was er braucht, hätte ich jetzt gesagt. Auf der anderen Seite skalieren halt Fangs extrem gut und Fortress auch. Also daher, das ist, was für ihn im Süden spricht. Es geht, wenn, über die Upgrades wahrscheinlich. Ich denke, ohne Schild kommt er da jetzt nicht weiter. Das muss jetzt einfach kommen. Unten kommt jetzt der Melting Point, weil der weiß, dass jetzt ganz viele mit Schilden von denen kommen. So, das ist jetzt die Frage. Musste das aber sein? Also hätte nicht auch ein Artillery-Spam jetzt funktioniert? Weil wenn der Melting Point halt fertig ist mit den Dingern und Schilden, dann ist der Kleinvieh da, was er nicht töten kann. Die Artillery tötet die Schilde, das Großvieh und das Kleinvieh. Also hätte nicht wirklich auch Artillery spammen können mit Upgrades, statt diesen Melting Point zu holen. Ich sag nicht, dass der falsch ist, man kann ja auch die Schilde gleich damit gut wegholen. Aber es ist doch ein recht hohes Investment jetzt gerade. Also ist das jetzt wirklich nicht ein bisschen viel vielleicht? Melting Point Panzerung gibt es, das wusste ich gar nicht. Bin nie gesehen, glaube ich. Ja, schafft er das noch? Und tot. Ja, da sieht man die Raketensalve. Weiß es nicht. Also ich hätte mich, glaube ich, für All-In-Artillerie entschieden. Weil es eben, wie gesagt, alles gleichzeitig kontert, was auf der Map ist. Und Luftabwehr hat er ja mit den Mustangs gehabt, falls da jetzt noch irgendwas anderes kommt. Aber da spielt auch keiner Flugzeuge bei. Was? Jetzt verloren? Nee. Ah, die andere Seite. Also jetzt kommen die EMS-Raketen, vermute ich mal. Nuke. Okay. Das ist jetzt ungewöhnlich, dass er die Dinger spawnen will. Klar, die kommen jetzt alle geupgradet, aber ich habe da eigentlich nur schlechte Erfahrungen mit. Plus, den hat er jetzt nicht den Level gegeben. Ne? Also, die haben ja keine Upgrades im Sinne von Level 2 und Schilde und was nicht alles. Das hat ja so viel gekostet, wie jetzt meinetwegen fast das da gekostet hätte. Oder hier alle Level zu vergeben, mit noch Geld über. Also, die spawnen will, finde ich ungewöhnlich. Weil die sind ja auch direkt an der Front. Die Schlacht geht also relativ kurz. Das heißt, der Spawn relativ wenig. Ich sage nicht, dass gar nichts bringt. Aber ich frage mich, ob nicht die anderen Sachen stärker gewesen wären. So, hier kommen jetzt die EMS-Raketen, um die Schilde zu holen. Das heißt, die Front würde direkt auslöschen, schildmäßig. Und dann auch den Spawn danach.
Sind die schnell? Sieht sowas aus, da hat er verlangsamt. Das sind so Rennmaschinen. Und da hat er jetzt aufgeräumt. Die Atombombe tötet jetzt eine Handvoll von Fangs. Scheint mir ein bisschen teuer auf den ersten Blick. Headquarter in der Peche. Wo ist die nächste Salve jeden Moment? Rechts schießen sie auch rein von allen Seiten. Headquarters futsch. Vielleicht lohnt sich sogar ein Headquarter Upgrade für 100 Punkte, dass sie einfach mal so zwei Schüsse aushalten. Ja, aber trotzdem, das war jetzt extremes Investment, ne? Also die Atombombe, das ist schon eine Runde, also wenn es jetzt noch weitergeht, dann sieht das so aus. Also die Atombombe, davon muss ich erstmal von erholen, von den 350 Punkten, die jetzt fehlen in der Armee. Wirklich hart von erholen. Javelin. Wird da nicht beide treffen, ne? Das ist, mit ein bisschen Glück geht es direkt knapp rein, glaube ich aber nicht. Hier kann er einfach ein Schild ausschalten irgendwo. Ja, kriege ich aber die Artillerie dafür. Man kann das halt nicht schilden, ne? Das ist einfach weg. Die Raketen dann noch rausgehen? Ich glaube ja. Kriegt also im Prinzip drei der vier Schilde deaktiviert. Javelin da oben. Also rechts ist damit dann gewonnen wahrscheinlich. Nur schade wegen dem Öl jetzt für ihn wahrscheinlich auch. Sonst könnte er ganz schnell das Headquarter holen. Adler immer noch kein Upgrade. Kein Geld wahrscheinlich dafür. Und die holen ja das Kleinvieh immer weg. Mit Reichweite, sehr gute Entscheidung. Ich hätte die ganze Zeit wetten können. Ne? Nicht dran gedacht. Ja, also in der Finisher-Runde, wenn man denkt, dass es eine werden könnte, ist, glaube ich, das Porten extrem gefährlich. Zumal, wenn er so steht, der riskiert dann auch ein bisschen eine große Lippe, ne? Er wusste ja von dem nichts, aber wenn er hier gestanden hätte, wäre er weggesniped worden. Und nimmt ja auch später am Kampf teil. Witzig, dass er da oben steht. Bin wahrscheinlich nicht die Raketen abgekommen oder so. So, Schilde sind aus. Klein Tief von der Rakete weg und Laser ist eingeloggt. Der leider nicht, ne? Naja, aber man sieht schon, das sind eigentlich viel zu viel für die paar hier, ne? Das ist einfach eine Riesenmasse. Also, man muss mit den Melting Points natürlich bei der Masse aufholen. Und wenn ihr drei Melting Points habt und der Gegner hat sechs Fortress, dann funktioniert das halt nicht. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker, den wir schon immer wieder gesehen haben. Er hatte aber jetzt auch die Herausforderung im Süden gehabt, dass er halt nicht wusste, naja, kommt da jetzt der Fortress, wird er weiter gespammt oder wird der Fang ausgebaut mit Upgrades und mehr Fangs, ne? Er wusste nicht, was von beiden kommt. Und da muss man da auch ein bisschen raten an der Stelle. Und es sieht so aus, als ob er falsch geraten hätte. Und jetzt spawnen hier die ganze Zeit die Dinger. Aber das weiß ich nicht, ob sich das gelohnt hat. Also es spawnt halt im Schneckentempo, ne? Und dann spawnt er auch nur eine Handvoll. Sagen wir mal so, wenn er sechs Stück hat und es dann den Spawn holt, können wir ja drüber reden. Aber das war ja nicht der Fall gewesen. Trotzdem, hübsch voll, ne? Unendlich viele sind jetzt da vor den Füßen. Es wackelt. Also am Schluss ist die Rechnung dann aufgegangen. Ja, ja. Ich denke, dass das Doppelkapazitäten so ein bisschen war. Also wir können mal ganz kurz durchrechnen, so eine Artillerie, obwohl ich da nie ganz sicher bin, wie das mit den Raketen ist. Ist das pro Rakete, für zwei Raketen oder für alle vier Raketen? Also wie viel Schaden macht die halt wirklich, ne? So eine Salve. Aber meine Erfahrung ist, dass gerade Level 2, Level 3 Artillerie, und der kann das hier mit allen möglichen upgraden, also zum Beispiel hier hätte Feuerrate funktioniert und mit dem zusammen. Ne? Also meine Erfahrung ist, dass die Schilde schon sehr schnell kaputt gehen und dann auch das Kleinvieh. Werden immer die Dinger kaufen, nochmal 200 Punkte ausgeben, dann für 400 kaufen. Ne? Hab dann nochmal drei Artilleriegeschütze, was ja ne, himmelvolle Raketen wäre. Also ich glaube, dass das Economy-mäßig sich kaum lohnt, obwohl das fast alle so spielen inzwischen. Und daher muss das auch sein Führen wieder haben. Aber meine Erfahrung ist, wenn da Fangs bei sind, ist das hier unten mit der Artillerie fast immer die bessere Lösung. Das wäre wieder so ein Fall von, wenn ich das jetzt speichern könnte, und dann könnte man das einfach mal umwandeln, ja? Dass wir die jetzt verkaufen, die drei, und für den Gegenwert würden wir jetzt einfach die Artillerie aufstellen mit Upgrades, um zu gucken, wie das dann ausgehen würde. Das würde mich super interessieren, aber leider lässt das Spiel das ja nicht zu. So, hier haben wir noch einen absoluten Top-Spieler, Turnier irgendwas wieder. Das ist Runde 2 leider schon, aber gucken wir mal, was sie da anstellen. Also, Quick Supply und Heavy Armor. Mephisto.
finde das immer so komisch definiert mit dem Runner-up, aber ich glaube, Runner-up heißt, er hat einen zweiten Platz im Turnier gemacht. Also Panzer gegen Panzer. Generell für Insights einfach auf den Wetten, der das Abzeichen hat, würde ich sagen. Aber die Wette muss sich ja auch lohnen, ne? Von den Punkten da oben ein bisschen. Ja, die Panzer kriegen immer ein bisschen was ab, aber haben eine gute Tanklinie. Das war jetzt ein Einzeldropper, das ist jetzt nächste Runde nicht, ne? Also oben braucht Anti-Small definitiv. Zumindest auf der linken Seite. Und er braucht hier mehr Small auf der rechten Seite im Süden. Auf den ersten Blick. 17 Zuschauer, daran erkennt er die Top-Spieler. Ja, der Medico ist auch dabei, der guckt zu. Bin heute mal greedy mit dem Wetten. Also ihr kriegt da wahrscheinlich mehr Punkte, wenn ihr auf den Outsider jetzt hier wettet. Aber das will man natürlich nur dann machen, wenn er zeigt, dass er es kann. Obwohl das ja wieder beides Top-Spieler wahrscheinlich sind. Also Panzerspam. Ihm fehlt halt wirklich Anti-Small. Wenn er wirklich sagt, er will das jetzt mit dicken Panzern machen, ne, die kleinen wegräumen, dann wird das jede Runde schlecht enden. Und sein Anti-Small ist jetzt ein bisschen Feng. Da weiß ich nicht. Also ich verstehe schon, warum er den holt. Ne? Zum Tanken der Panzer ist das ja sehr gut zum Beispiel. Crawler Minimalabfang, aber ist eher so wirklich minimal. Wegen dem Marksman ein bisschen, wenn da vielleicht noch einer kommt. Also das Problem, was ich da oben in der Armee im Moment das Gefühl habe zu sehen, ist, Kleinvieh nervt den. Nervt den, nervt den, 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 den und den, ja? Er hat zu wenig, um Kleinvieh wegzuräumen. Und im Süden, Mephisto scheint das genauso zu sehen. Er hat jetzt einfach sein Kleinvieh nochmal einen extra geholt. Also ich würde sagen, dass Mephisto eher im Moment die besseren Karten hat. Aber das kann natürlich auch immer eine Falle sein, ne? Egal, wir gehen mal da rein. Also im Sinne von, wenn ihr... Go, go, go. Mehr Tickets gibt mehr Punkte. Wenn der jetzt wirklich zu lange auf den Panzern bleibt und der oben sich dann Fortress holt, ne? Dann wird das Spiel quasi gelaufen. Im Moment hat er nur drei Panzer im Süden. Wenn er nicht mehr macht, und der ist ja relativ flexibel aufgestellt, hat von allem ein bisschen was, ne? Und die Arclights funktionieren ja sehr gut in der Aufstellung, ne? Weil die Crawler ja davor laufen. Und jetzt wieder das Kleinvieh im Weg, was stört. Die andere ist ein kleines Problem. Panzer levelt gut auf der links. Kriegt vielleicht sogar ein Level 2 diese Runde, wenn er Glück hat. Ich glaube, dass jetzt eine sehr wichtige Runde kommt, weil die sich entscheiden müssen, ob sie ihre Panzer upgraden wollen, beide. Oder ob sie jetzt schon in die Panzer-Counter vielleicht gehen wollen. Wir haben alle auf Mephisto gewettet, weil er gerade am Verlieren ist. Okay. Ich würde Smoke nehmen. Hat er aber Feuer genommen. Special Missile. Ich weiß nicht, das wird normalerweise geschildert, aber er hofft wahrscheinlich, dass er die Artillerie bekommt und das Kleinvieh ein bisschen und den Marksman. So, Artillerie zum Kontern. Seine Panzer sind ja relativ lange im Fight, ne? Also mit einer Konterartillerie kommt er gut dabei, klar. Plus er räumt dann nochmal schnell die weg. Also Artillerie ist sehr gut gegen die Fangs. Also so eine Salve ist ja fast komplett weg. Smoke ist auch nicht schlecht. Ja, der ist ja super tanky. 21.000 Leben, jeder einzelne Panzer. ist schon eine Menge, ne? Schon Schild.
Das würde ihm allerdings jede Runde kaputt gehen, wenn er da jetzt nicht noch ein Gatling-Geschütz zustellt. Also die Adler, die wird doch sicher das Schutzschild jede Runde kaputt machen. Das ist, glaube ich, ein Investment. Der gibt viel aus, auch mal ein Satellit hier, ne? Das sind einfach viele Punkte, die einfach jede Runde weg sind. Also Mephisto tut sich, glaube ich, keinen Gefallen damit, wäre jetzt mein Verdacht. Wenn er das Schild verteidigen könnte, also durch einen Gatling-Gun dahinter, dann würde ich ja zustimmen, aber so weiß ich nicht. Er kriegt hier den Smoke ab, sein Ding kommt eigentlich nicht richtig durch und dann verliert er Devices. Das und das quasi. Also wenn ich könnte, würde ich jetzt auf Norden wetten wieder. Aber wir haben es auf Mephisto gesetzt, also ein Überzeugkamerad. Aber der setzt halt viel zu viele Punkte jede Runde leider in den Sand im Moment, gefühlt. Ja, Schild, Half-Life auf der ersten Salve. Also dafür hat sich das nicht gelohnt. Der Panzer hätte die Salve ja auch überlebt, ne? Also. Hat sich einfach nicht rentiert, das Schild. Aber hier ist trotzdem immer noch die Frage, also wird er jetzt hier im Norden gleich einen Rage oder so ausgeben und wird er im Süden das erraten und dann mit einem Fortress reagiert haben? Da kann sich noch alles drehen. Oder gehen sie beide ganz neue Wege? Ja, also ich persönlich würde eine Wespe bauen. Eine Bomberwespe. Und ohne Scheiß, es klappt ja. Also, ne, die würde da einfach durchrollen. Von mehreren Seiten und ne, hin und her. Und ihr wisst schon wie. Aber jetzt mein Replay dazu hochgeladen. Das klappt ja gut. Der hat ja keinen Client viel zum Abknallen. Ne, sind ja nur zwei Fangs und die Marksmen. So, Mephisto, du würdest ihn nur in Sicherheit wiegen, oder? Shield Device. Maspelus-Wespe. Ja, das mit dem Schild ist jede Runde teuer. Ist hier nur ein Adlergeschütz. Also, wenn er da die Gatling Gun hat, dann ne, fängt er die Adler 100% ab. Das Schild bleibt ja dann bestehen. In aller Regel. So, oben, wir haben jetzt auf jeden Fall Rage ausgegeben und unten kommt mehr Artillerie. Bedenkt, dass er Heavy Armor ist. Heavy Armor Artillery ist nicht so OP. Heavy Armor Fortress dagegen ist gar nicht so schlecht. Flanke geht halt auch, ne? Mal eine Runde Crawler dahinsetzen, hätte auch eine Runde gemacht. Dann ist die Artillery immer abgelenkt. Damit das Schild halt überleben. Dann kann seine Artillery zurückschießen. Gegner macht das richtig, ne? Der hat sein Schild jetzt mit der Gatling Gun geschützt. Klar, da wird er nicht eine Runde verlieren, da verliert er zwei Dinger, aber da verliert er ja auch nicht die Runde, wenn er so aufgebaut ist in aller Regel, ne? Außer der hätte jetzt ein Fortress gestanden. Ja, mal gucken. Hat jetzt hier sich für den Artillery-Spam im Süden entschieden. Sobald die Rage haben und dann noch Levelvorteil, klappt das mit der Artillery nur sehr, sehr bedingt. Und es gibt auch sehr wenig, was die auffällt. Also dieser Panzer, der gleich da hochrollt, der wird wahrscheinlich gemassakert. Also wenn ich könnte, würde ich auf seinen Gegner wetten. Seit zwei Runden gefühlt. Ja, er könnte ja auch den Panzer verkaufen und den Fortress diese Panzerplatte geben. Das wäre so super tanky. Na, mal sehen, er hat jetzt auf jeden Fall Reichweitenartillerie, aber ich sehe das nicht kommen, dass sie die Panzer kaputt machen. Die fahren viel zu schnell ran und stehen noch nicht lange genug da und der Levelunterschied macht sein Übriges. Jo, Kamera. Schilde gehen wieder alle drauf, wenn der Gegner seine behält. Die kommen jetzt aus dem Rauch raus. Nahaufnahme. Bam. Okay, der war meint. Mephisto, du kostest mich meinen gesamten Insight, ne? Ich weiß, ich hätte nicht drauf wetten sollen so früh. Non-Giants. Also er will jetzt auf jeden Fall nicht auf die Giants gehen. Eins, zwei, drei, vier. Vier aufgelevelte Sledgehammer. Der ist sogar Level 3 gleich. Hacker. Also Hacker ist relativ gut gegen Panzer. Das Problem ist nur, also was ist denn die Frontline da vorne, ja? Das sind hier diese drei Panzer, die er hat.
Und diese kleinen Crawler hier, die beim Grunde genommen ja auch die ganze Zeit hier sterben an der Masse einfach. Also ich bin mir nicht sicher, ob die genug Zeit haben, genau wie die Artillerie, um eben in Ruhe alles wegzuhacken. Bedenkt, dass ein Panzer auch kein Steeball ist, ne? Also ihr kriegt für einen Panzer, also nach dem Hacken macht er immer eine Pause. Und wenn das jetzt mehr Modelle sind als ein Steeball, dann ist das Hacken ineffektiver. Ja? Steeball ist effektiver als ein Sledgehammer, deshalb. Also man sieht das jetzt, wie er seine Schilde langfristig deckt. Das ist aber jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen käsig. Ne? Für ihn wäre das eine Finisher-Runde gewesen. Da setzt man nicht auf langfristige Schilde und irgendwas, sonst go-go all-in, hätte ich gesagt. Also das war jetzt sicher unnötiges Spielverlängerrisiko. Trotzdem, also die beiden Hacker, die sollen das jetzt komplett und vollständig drehen. Ich habe da meine Zweifel. Also wenn der mit dem Panzer fertig gehackt hat, dann wird er sofort vom Marksman weggesniped. Ja, sind da hier überall Marksman mit Level. Die Panzer werden nicht 100% Leben gehackt, sondern ne, wahrscheinlich Half-Life oder so. Und dann werden die gewonshottet von den Marksman. Das müsste schon ein sehr glücklicher Hack werden, dass er den hackt, der Marksman gerade mit irgendwas anderem beschäftigt ist, der Panzer sich dreht und den Marksman tötet. Sonst sehe ich das nicht in den Karten, dass das funktioniert. Aber lass uns mal überraschen. Noch stehen sie unter den Schilden. Erste Schild ist weg. Frontlinie ist ebenfalls weg. Raketen gegen rein. Tot. Fehlte Frontlinie. Auf der rechten Seite. Schild ist weg. Und hackt immer noch Crawler. Also wenn ich jetzt hier im Wettbüro wäre und hätte Geld dafür ausgegeben, würde ich den Besitzer des Ladens fragen, ob das gelingt war, das Spiel. Wie heißt das, wenn das nicht ganz koscher war? Schon, ja. Also, was ist das denn für eine Scheiße? Entschuldigung, wenn ich das so sage. Lass uns mal gucken. Also, es war doch ein Top-Spieler. Eben seit der ganzen Woche weg. Einer selber schuld. Lass mal gucken, wo der ist. So, also hier ist Gatova, das war die Nummer 59. Memphisto und die 58 direkt da drüber. Also beides Top-Spieler. Aber komische Runde gewesen. So, ich habe gerade mal ein Weitei-Spiel gefunden. Auch wieder gegen Top-Spieler. Ich weiß gar nicht, wo Weitei sich inzwischen hingespielt hat. Also hier auch, ne? Hat sich auf jeden Fall Advance-Gruppe, Nummer Platz 4, das ist nicht der höchste Platz unbedingt. Zumal viele nach der Niederlage auch rausgehen, ist 4 eigentlich nicht besonders viel. Eher ein normales Mittelfeld an dem Turnier. Aber trotzdem Top-Spieler früher gewesen. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Also, die Hose wieder, Cost Control. Gegen Ariel. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich bisher alle meine Spiele gegen Weitei gewonnen habe. Ich hatte immer sehr viel Glück. Manchmal glaube ich, dass gewisse Spieler die Hardcounter zu anderen Spielern sind. Ja? Also es gibt Leute, die spielen vielleicht ein bisschen aggressiver oder experimentell oder defensiv. Ne? Und manche Spielweisen klappen dagegen besser als andere. Aber es ist natürlich auch alles ein bisschen, ne? Ist auch Glück und Zufall bei, gar keine Frage. Diesmal wette ich nicht so früh. Lass mal gucken, ob ich mal die Weichen nochmal so einstellt wie eben. Vielleicht kann ich ein paar meiner Punkte wieder gewinnen. Vor allem hätte man eben richtig Punkte bekommen, weil ne, viele dagegen gewettet hatten. Und noch die Upgrades gucken, wenn es geht. Ja. Wow, das ging aber schnell die nächste Runde. Zack, fertig. Okay, habe ich irgendwas verpasst? Ja, also hat den jetzt woanders hingeportet. Man kann den in der selben Linie portet, dann portet er nicht neu, steht aber trotzdem woanders. Das ist sicher eine Mechanik, die viele überraschen wird. Auch wenn die Überraschung gerade in den Melting Point geflogen ist. Also es sieht so aus, ob Weitei gerade im Ausprobiermodus sein könnte. Also es wirkt immer so, wenn jemand so eine Gimmick-Strategie macht, ne? Aber das, was ich meine. Und das sieht aus, als ob er gerade was ausprobiert. Obwohl, also portende Overlords sind ja kein Schrott, ja, da kann man ganze Spiele mitgewinnen, gar keine Frage. Aber den bei Runde 2 zu kaufen, bei Runde 3 zu porten, ist eher ungewöhnlich. Panzer. Platte. Wird das ein Fang-Spam über kurz oder lang? Also man kann den Fang-Spam ja auch bauen, ohne dass man nur Fangs macht mit Schild oder so. Das geht ja alles.
Also die sind ja jetzt ein bisschen abgelenkt da rechts, also gerade mit dem Beacon zusammen fliegen die vielleicht wirklich jetzt einfach zum Headquarter durch. Also der raucht die weg und fliegt da durch. Allerdings haben die auch Schild und halt ein bisschen was aus, aber es ist nicht episch, was mit dem passiert. Also das könnte sogar funktionieren mit dem Headquarter. Die Frage ist halt nur, ob er wirklich den Debuff vom Headquarter da ausspielen kann an der Stelle. Weil ich kann mir vorstellen, dass der ausläuft und dann kommen die rüber und töten die. Vielleicht nicht, das sehen wir dann. Nein, jetzt hat er es nicht verkauft, jetzt gehen sie sofort nach links. Also die Ablenkung hätte da stehen bleiben müssen, auch wenn die 200 Punkte sich ja behalten wollte. Aber irgendwas für 100 Punkte hätte da stehen müssen. Dass sie jetzt direkt nach links kommen, oh, da kriegt jetzt auf der Fahrt vielleicht ein Laser ab. Hängt von der Reichweite ein bisschen ab. Also den Panzer verkauft hat, kostet ihm jetzt, ne? 200 Punkte bekommen fürs Verkaufen und 400 eventuell verloren. Ist aber rausgeflogen. Hat funktioniert mit 20 Meter pro Sekunde. Hat jetzt einfach hinter sich gelassen und jetzt zieht er die durch seine Feuer durch. Das sieht jetzt richtig geil aus. War das jetzt gewollt oder Zufall? In jedem Fall war es geil. War nicht schlecht. Jetzt lockt er nochmal auf denselben ein. Hat funktioniert. Aber wird es langfristig genug funktionieren? Wie sehen die Wetten? 387 zu 232. Herbert ist der Einzige, der auf Weitei wettet. Ich mach das jetzt ja auch. Weitei macht das. Ich habe keine Tickets mehr. Man muss, glaube ich, gewinnen, wenn man die zurückbekommt. Ne? Sonst muss man die kaufen oder einen Tag warten. Ach ja. Devlin kann er, glaube ich, nicht nehmen, der Fury. Weil die Schiffe ja immer woanders stehen. Den will er nicht holen, weil der, wenn der auflevelt, dann hat der genug Leben, um den Schuss gerade eben zu überleben. Aber hier vorne tötet er im Grunde genommen nur die Artillerie und, also, und fünf Fanks. Ist das jetzt wirklich, vielleicht noch nicht mal, weil die rauslaufen. Also er tötet jetzt eigentlich nur die Artillerie überhaupt. Also das ist ein komisch platziertes Ding. Vielleicht hat er gehofft, dass da ein Melting Point sich reinstellt, aber warum soll er sich da reinstellen? Ne, weil das hier vorne so war vielleicht. Hat er, also ich denke, er hat das nur gemacht, weil er denkt, dass dieser Melting Point nicht da steht, sondern hier steht. Also er hat das hart geraten. Ich hätte vielleicht trotzdem auf den gesetzt, dann hätte er mit Sicherheit die Artillerie getötet und den zumindest auf 1000 Leben runtergebracht. Da muss man nur noch angucken und dann fällt er um, ne? Ich hätte es trotzdem auf den gemacht. Das war jetzt sehr hart gepokert. Aber ihr seht ja bei Weiter seiner Spielweise, ne? Wie er den setzt, wie er fliegt, welche Strategie er spielt. Das ist halt so einer, der wirklich viel, viel, viel riskiert. Kann richtig daneben gehen und kann auch richtig funktionieren. Und jetzt ist es richtig daneben gegangen. Ob so lange eine Frontlinie hat, die überlebt, ne? Kann die jetzt da hinten Schaden verteilen. Ich frage mich nur, ob er die Geschwindigkeit noch gut ausspielt. Und tot. Also Moment, scheint es ja zu klappen. Ich will auch wetten. Die Tickets sind weg. Ich hätte es gern getettet. Also ich hätte eben auf Weitei noch gewettet und dann hätte ich jetzt meine Punkte vielleicht. Sieht so aus, als ob er es schaffen könnte. Headquarter. Aber knapp, ne? Also hätte er durchaus jetzt noch sich drehen können. Hier stehen die Wetten. 800 zu 200. Extra Battleship. Ja, die Frage ist halt, wann er die Richtung ändern möchte. Ja, ich weiß nicht, ob er die gebraucht hätte. Ich meine, mehr Schaden ist immer nice, ist ja gar keine Frage. Aber er braucht auf jeden Fall mehr, um die zu beschäftigen. Die dicken Dinger. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Panzer das machen. Und das Wegräumen von dem kleinen Vieh dauert mit dem Panzer vielleicht auch einen Tick länger, als ihm lieb ist. Es kommen die Crawler für die extra Ablenkung, weil er kein Anti-Small wirklich hat. Also sicher keine schlechte Idee. Hat auch keinen Heal drin, was sehr ungewöhnlich ist. Aber die Crawler finde ich ganz gut, ne? Also der spammt jetzt unendlich viel Crawler. Bedenkt ja auch, dass der sehr lange auf der Map bleibt und die ganze Zeit Crawler nachspammt, ne? Also ich denke, dass das jetzt hier vom Fury doch sehr stark aufgestellt ist. Klar, mit dem Headquarter ist eine Sache. Wenn die halt durchkommen zum Headquarter und dann ne, noch links, rechts ein bisschen ballern können, dann geht immer noch alles.
Aber der Crawler spammt, glaube ich, gut stark dagegen. Das ist einfach nichts mehr wegzuräumen. Hier sieht man übrigens auch, dass die Flanken aufgelassen wurden. Beide, ne? Super weit auf. Also er hätte einfach hier eine Wespe geholt, dann wäre die durchgeflogen. Also Weidheil spielt das wirklich zu 1000% auf Glück, ne? Muss man nicht so sagen. Er sichert nichts ab. Jetzt kommen die hier mit ihrer Artilleriekanone durch. Und bam. Und gerade so überlebt. Also er lebt halt gerne auf Messerschneide. Aber trotzdem, es kommen so viele Spawn jetzt da raus, nonstop. Also egal ob Headquarter oder nicht. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also der würde alleine mit den ganzen Spawns die besiegen. Und dann ist ja noch seine Flanke vom Weiter auf. Beide, ne? Also. Die Map wird voll. Geht in die Verlängerung. Nochmal Speed, okay. Also der eine ist jetzt 23 Meter pro Sekunde schnell. Kann man vielleicht einfach einen neuen Winkel aufmachen? Sie sehen halt überall im Weg die Dinger, ne? Und überall ist Kleinvieh davor und er hat so wenig Anti-Small. Also was wäre denn, wenn man jetzt hier einen Vulken hinstellt und die Flotte dahinter? Ja, der Vulken räumt das sofort weg und die fliegen sofort durch. Ja, fliegen dann durch, dann nach rechts, dann ist das alles ausgelöscht. Dann haben wir immer noch die da links, aber dann haben wir noch einen Vulken über danach, ne? Der das Kleinvieh immer wieder einsaugt. Einfach mal out of the box gedacht ein bisschen. Ich weiß, dass das ein hohes Investment ist, aber also ich sehe halt nicht, wie die das Kleinvieh besiegen wollen. Jetzt kommen natürlich die Flanken. Also da muss mindestens ein Satellit jetzt links, rechts kommen, ja. Das andere ist natürlich völliger Blödsinn jetzt. Kann ich erwarten bei Runde 7, dass er nichts in seiner Flanke auftaucht. Also, ja, wenn das jetzt so ist, dann hat Pants of Fury ihn sicher bezahlt, um ihn gewinnen zu lassen. Anders könnte ich mir das nicht erklären, wenn die Flanke jetzt immer noch nicht gedeckt ist. Das wäre eben schon Wahnsinn. Sieht nicht so aus, ob er irgendwas hin. Also zumindest ein Satellit muss dahin. Also die Crawler laufen jetzt dahin, von da geht das vielleicht, kommt auf die Upgrades an und er hat ja zwei. Ne? Also da geht das vielleicht, aber ne? Man hätte ja auch eine Wespe dahin packen können. Oder links steht gar nichts. Na gut, er hat jetzt Replika, will also die replizierten Dinger langsam abfangen. Ich befürchte aber fast, also drei Crawler im Late Game, ne? Vier und dann, ne? Also das sind vielleicht ein bisschen wenig Crawler für das, was auf ihn zukommt gleich. Also das wird nicht klappen, wobei der rechts war nochmal Level 2. Sie duplizieren sich auf jeden Fall. Also ab einer gewissen Schwelle, wenn sie sich wirklich genug duplizieren. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Hier sind schon alle tot hier überall. Rechts hat es aber funktioniert, also fast, ne? Da kommt die nächste Crawler-Armee. Ne, seine Crawler haben tatsächlich darum gewonnen, genau. Da kommt die nächste Crawler-Armee, die mir jetzt hilft. Die replizieren sich dann auch. Und hier unten ist auch noch eine. Klappt das jetzt wirklich mit dem Replika? Da kommt die Artri-Salve, von denen dürfte ihm erstmal den Spaß, das wäre die langsam und die Artri auch trifft. Da kommen die neuen Crawler. Ist die Frage, ob die jetzt was töten oder eher ne, Munition liefern. Hier ist leider ein Mustang da oben, Level 3 mit Items, die alle tötet. Was für eine Runde! Da kommen die Ghostbuster-Strahlen. Ah, da war ein Headquarter erwischt. Die schenken sich nichts, die Jungs. Ne? Ja, also vielleicht, also Replika war gar nicht so schlecht gewesen. Der eine, der da, den hätte er vielleicht noch irgendwie töten müssen. Natürlich ein bisschen schwierig. Ich könnte mir glatt vorstellen, wenn er die Panzer regelmäßig verkauft hätte und hätte vielleicht nochmal ein bisschen die Crawler mehr gehabt oder der Gegner sich auch reagiert drauf, dass es nochmal ein bisschen anders gelaufen wäre. Weil was für eine Runde, auch wieder witzig. Die haben auf jeden Fall gute Ideen, die Top-Spieler. Gute Ideen. So, ich konnte nicht wetten, hab nichts verloren. Sehr gut. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.